Big Chill is back! Damit herzlich willkommen zurück zu Luigi's Mansion. So, nach einer kleinen Geisterjagdpause geht's jetzt erstmal noch kurz weiter. Aber ich würde sagen, das ist ja auch erstmal der letzte Part. Warte, wo? Ich habe für irgendwas den Schlüssel bekommen, das weiß ich noch. Ah, dafür. Für das, hat es keinen Namen, das Zimmer? Ah, für die Stube der Seherin haben wir einen Schlüssel bekommen. Das ist natürlich sehr interessant. Nein, den wollen wir nicht haben. Man hat schon gesehen, irgendwas passiert, wenn man... Was passiert, wenn man mit Licht an die Kugel leuchtet? Okay. Ein Geist. Was versuchst du mich? Wer bist du? Ich bin Madame Licaro. Verloren gegangene Gegenstände ermöglichen mir den Blick in die Zukunft. Besitztümer anderer Personen inspirieren meinen Geist. Wenn du verloren gegangene Gegenstände findest, solltest du sie mir bringen. Dann wirst du Zeuge meiner weitreichenden Gaben. Okay. Das machen wir denn natürlich mal. Und was ist jetzt hier schick? Oh. Tür ist erstmal zu. Spiegelsaal. Sieht man hier ganz leicht an dem riesigen Spiegel. Und die sind die... Ich glaube, es gibt noch ein bisschen anstrengendere. Aber die sind schon mal ziemlich ätzend, weil man kann sie halt nur im Spiegel sehen. Habt ihr bestimmt ganz leicht erkannt. Aber die sollten jetzt eigentlich noch kein Problem sein. Obwohl, ich glaube, jetzt kommen mehrere, oder? Ja. Nein, 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 der hat mich, der hat mich, der hat mich. Die machen auch schon ziemlich guten Schaden jetzt. Ja, der hat mich vielleicht für 2 Sekunden festgehalten oder so. Und mir 7 Schaden gedrückt. Noch mehr? Hui. Jetzt gehen sie ja ab. Ne, noch irgendwo einer? Ja, klar. Die versuchen wir mal so ein bisschen zusammenzulocken. Ich weiß ja... Oh, doch. Ich wollte gerade sagen, ich weiß jetzt nicht so richtig, wo die beiden sind, aber... Aber wusste ich ja dann anscheinend doch. Und ich glaube, das Siegel... Nee, wir kommen hier noch nicht raus. Aber erstmal haben wir eine riesige Truhe. Ui, was ist das hier? Sieht auf jeden Fall heiß aus. Hä? Hey, Luigi! Was hast du da gefunden? Das sollten wir mal näher betrachten. Erstmal auf seinen Stuhl setzen. Oh, ach. Das ist eine Feuerelementarmünze. Nun kannst du Feuer einsetzen. Ganz recht. Damit kannst du Feuergeister fangen. Wie, was? Ein Feuergeist ist, möchtest du wissen? Nun, du triffst die überall dort, wo eine Flamme brennt. Mein Junge. Die Geister selber bestehen aus Feuer. Wenn du also willst... Ach, wenn du so willst. Wenn du dich einer Flamme näherst, scheuchst du sie auf. Und sie flüchten in die Luft. Das ist dann der ideale Zeitpunkt, um sie aufzusaugen. Danach kannst du durch Drücken der L-Taste Feuerstöße abgeben. So kannst du Eis zum Schmelzen bringen, Kerzen anzünden und weiter. Und so fort. Sei erfinderisch. Eine Anzeige am unteren Bildschirmrand gibt Auskunft darüber, wie viel vom jeweiligen Element noch vorhanden ist. Ist das einfach? Ist doch einfach, oder? Durchaus möglich, dass sich manche Geister nur durch Einsatz des Feuers besiegen lassen. Das solltest du nie vergessen, Junge. Sag später bloß nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Wow, da konnte ich sogar vorausgreifen. Okay, hier ist irgendwas. Nein, da. Und wer ist da? Der Geisterball. Und den kann hier drum ballern. Schön. Okay. Und damit haben wir das erste Element. Und das war jetzt richtig fetter Spoiler eigentlich schon. Ich spüre den Zorn von Kung Fu. Oh ne, heute kein Bock. Wupp. Dong. Und hier ist auch ein bisschen ärgerlich, weil wenn die Buhs hier flüchten. Hey, du bist ja nicht mehr zu bremsen, Luigi. Weil wenn die Buhs hier flüchten, ist es ja so, dass die dann so gesehen in dunkle Räume flüchten könnten. Und da kann man die halt nicht finden. Da ist das unmöglich. Aber erstmal einen schönen Geist einfach. Davon haben wir also das erste von den Elementen. Welche könnte es wohl noch geben? Eigentlich wurde es ja so gesehen schon gesagt, welches es noch gibt. Eigentlich wurde es sowieso schon gesagt, welches es noch gibt. Aber das Wichtige ist halt, in dem Buch mit den Brüdern stand es ja, dass sie
Angst vor den Elementen haben. Und es war mir nie bewusst und die Brüder sind sonst eigentlich richtig schwer. Aber ich muss mal gucken, ob man wirklich mit Feuer irgendwie das leichter machen kann. Oder gehen... Oh mein Gott, ich glaube, mir wird jetzt so einiges klar. Ach ja, und übrigens, das wusste ich. Man muss einfach alle Kerzen in dem Raum anzünden, dann kriegt man einen Schlüssel. Entschuldigung, Vater, dass ich das nicht gesagt habe. Ist halt noch so Standardwissen. Jetzt können wir da hinten rein. Das ist noch so Standardwissen, das weiß man einfach. Ich weiß gar nicht, wie findet man sowas eigentlich heraus, wenn man das Spiel sonst nicht gespielt hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich mal gucken, ob man bei den Brüdern, weil ich weiß ja, was man bei den Brüdern machen muss da und so, ob irgendein Element dir da eine Hilfe gibt. Das will ich jetzt unbedingt mal wissen. Ob dieses Buch dir wirklich hilft, den Kampf zu erleichtern. Aber leider dauert es bis zu den Brüdern noch ein bisschen. Wir sind ja gerade erstmal im zweiten Gebiet. Aber wir sind gerade in der Waschküche. Und da ist ein Geist. Wie man unleicht gehört hat an deinem hässlichen Schrei. Was haben wir hier im Schrank? Ein Herz. Wo auch sonst? Wo auch sonst als im Schrank? Boah, auf kleiner, also auf, in kleinen Räumen ist es meistens ultra schwer, hier keinen Schaden zu nehmen. Vor allem, wenn drei Geister drin sind. Hä? Doch nur zwei? Haben wir gerade vor, als hätte ich noch so einen lilanen Geist gehört. Mal gucken. Da ist einer drin. Und hier wird es bestimmt auch schwer, Buhu auf einmal zu fangen. Oh, Marius Mütze! Das ist Marius Mütze! Und sie ist sogar frisch gewaschen! Mensch. Kriegt man gleich eine frisch gewaschene Mütze dazu. Ich meine, wer will schon irgendwas Dreckiges, wenn man es frisch gewaschen haben kann? Wieder im Schrank. Hä? So oben. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Hier vielleicht? Ach da. 40 Leben. Bleib cool, ich bin DJ Buhu. Okay. Bleib cool, yo, hat er, glaube ich, gesagt. Aber nee. Alles Paletti haben wir trotzdem gefangen. Gibst du? Du bist von meiner genialen Erfindung begeistert. Besteht dieses Wort, dieses Spiel eigentlich aus Wortwitzen? Gib acht, Luigi. Weil, wenn man so drauf achtet, machen die nur Wortwitze. Ach ja, und übrigens, zur Information. Große Truhen sind immer für was Besonderes. Die blauen Truhen halt für einen Schlüssel und... Also, falls ich es nicht selber mitbekommen habe. Die kleinen grünen Truhen sind halt für irgendwie Geld einfach nur. Aha. Hier in der Dienerstube können wir anscheinend irgendwas finden. Oh, ui. Das wollte ich euch eigentlich da gerade zeigen. Wenn ihr da an den... Ja, den Eimer, den ihr gerade in der linken unten Ecke, in der unteren linken Ecke gesehen habt, den hier. Da ist einfach ein Saphir drin. Also nehmt den mit. Es gibt hier Rubine, Saphire und Smaragde. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gespoilert. Kann auch sein, dass dieser eine blaue Geist einen Smaragd gegeben hätte, den wir im letzten Part nicht bekommen haben. Aber das kann ich euch nicht so genau sagen. Ich habe keine Ahnung, wie lange der Part geht. Ich mach mal kurz den Timer wenigstens noch an, damit es nicht zu lange geht. Und ich höre einfach mal bei... bei was soll ich aufhören? Bei 12 Minuten. Der Part könnte schon 8 Minuten gehen. Glaube ich. Ach ja, und übrigens, ich weiß natürlich schon wieder, was zu machen ist. Es tut mir auch ein bisschen leid. Und was auch noch wichtig ist, nicht alle Feuerquellen enthalten so einen Feuergeist. Es sind nur bestimmte. Und jetzt kommt, glaube ich, das Gruseligste aus dem ganzen Spiel. An sich ist das Spiel ja nicht wirklich gruselig. Aber ich würde sagen, das ist schon ein bisschen... Naja. Welch Wohltat! Feuer, Feuer! Oh Mann. Alter, dieser Typ ist einfach so eklig. Alter. Guckt euch die doch mal an und die Geräusche, die er macht. Macht er keine Geräusche? Er macht immer diese komischen Geräusche. Alter, ich finde diesen Typ einfach nur so... Alter. Guckt den euch doch mal an. Ich esse dich. So sieht der Typ aus. Und der kann jetzt einfach so durchs Licht gehen, was auch voll Sinn macht. Weil Licht macht gleich dann ja gar nicht Angst oder so. Und wir können mit Feuer ballern. Ich glaube, wie war es, wenn wir... Schnee? Können wir noch nicht mit Feuer ballern? Geht es nur mit Eis oder wie? Und ich finde den Typ schon ein bisschen gruselig. Aber naja. Meine Meinung interessiert ja keinen.
Jetzt müssen wir uns erstmal um den kümmern. So. Hätten wir den auch. Die Geister werden auch so immer ein bisschen schwieriger. Zum Beispiel alleine hier war schon die Schwierigkeit, dass so gesehen der Geist jetzt... Okay, man kriegt übrigens immer vier große, also vier kleine, vier mittlere und eine große Kugel. Deswegen kann man immer nachprüfen, ob man alle bekommen hat. Hier, die Geister werden so ein bisschen immer schwieriger. Weil in dem Raum hatte ich zum Beispiel die ziemlich große Sorge, dass ich jetzt in eine Maus oder so reintrete und dadurch halt den Geist verliere. Oh. Willkommen zu seiner Geliebten. Obwohl, die wusste ja nicht, dass er sie geliebt hat, aber... Naja, so gesehen war es ja seine Geliebte. Ich hoffe, da habe ich jetzt nichts Falsches gesagt. Upp. Hallo? Unterm Bügelregal. Versteckt sich! Bukuk! Der hörte ich nicht gerade professionell an, der Name. Yeah! Hervorragende Arbeit. Oh, hervorragende Arbeit, Luigi. Da steht zwar nicht Luigi, aber so heißt du. Du bist wie ein Leopard auf der Jagd. So, ja, Dart Chicken, Pew. Und jetzt muss ich euch mal was zeigen. Das habe ich nie selber herausgefunden. Bin ich ganz ehrlich, ich habe es nie selber herausgefunden. Doch ihr seht diesen großen schwarzen Raum da. Ach ja, graue Räume sind übrigens Räume, die noch dunkel sind, aber schon mal betreten wurden. Und die ganz grauen Räume sind die Räume, die noch nie betreten wurden. Und ihr seht diesen fetten grauen Raum da. Und ihr müsst, das war hier, mit eurem Gameboy Horror auf dieses Mauseloch zeigen. Und dann könnt ihr da rein. Ganz ehrlich, hätte ich auch nie selber gefunden. Aua. Das tat weh. Dann kommt ihr halt in diesen Goldraum. Und ich glaube, davor hatte ich dennoch noch nie alle Buhus gefangen oder so. Oh, doch, ich kann Feuer ballern. Muss wahrscheinlich nur lange komplett durchgedrückt halten. Der geht schon irgendwie. Ah ja, okay. Und ich glaube, in jedem Pokal sollte hier ein Goldbarren drin sein. Dem da drüben zufällig auch. Yep. Denn... ich wäre einfach nicht drauf gekommen. Ich weiß nicht, warum. Mann, ich kann so viel eigentlich gar nicht sagen, weil es würde spoilern. Auf jeden Fall... Oh, Feuer. Man braucht sogar Feuer. Denn damit kann man die Geister so gesehen ihr Herz freilegen. Denn hier, ihr seht das Herz. Ach, ihr habt es jetzt ein bisschen schlecht gesehen. Also generell kann man Geister immer mit hier Feuer beschädigen. Mal gucken, ist hier noch einer drin? Ah, ne, hier ist nur Geld drin. Müssen wir mal gucken, wo noch ein Geist drin ist. Da. Ihr seht, das Herz ist von so einem Eisklumpen umgeben. Und ihr braucht halt Feuer, um dieses Herz so gesehen freizulegen. Aber ihr könnt auch hier Geister generell verbrennen. Egal welcher Geist, ihr müsst einfach immer ein bisschen Feuer auf den sprühen. Und die verlieren immer 5 Leben. So könnt ihr halt den Geister auch dazu bringen, sich aufzulösen. Es kommt jetzt nicht direkt darauf an. Nur beim Schwachpunkt braucht ihr halt ein gewisses Element. Aber danach könnt ihr halt so gesehen, egal was es für ein Geist ist, einfach den somit dazu zwingen, sich aufzulösen. Der Geldschein ist ziemlich wichtig, also den will ich noch haben. Hier ist nichts drin, da ist hier noch ein Geist drin, oder? So. Hätten wir auch den Schatzraum. Und ich glaube, das war irgendwie die fetteste Schatzkiste von allen. Weil hier war einfach alles drin. Hier war wirklich alles drin. Alles, was geht, war in dieser Kiste. Es gibt zwar noch wertvoll... Hier, der erste Smaragd übrigens. Wenn es denn auch der erste ist, ich weiß es ja nicht genau. Es gibt, glaube ich, noch wertvollere Sachen als die drei Sachen. Oder als generell die drei Edelsteine. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Oder? Naja, eigentlich bin ich mir schon relativ sicher. Ich weiß, dass es noch was Wertvolleres gab. Buchstabier. Ah. Zufällig hat er seinen Namen buchstabiert. Man möge dieses Detail beachten. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel den doofen Fall, dass der Buu entkommen ist. Und sobald die halt in einem dunklen Raum ist, hat man eigentlich schon keine Chance mehr. Denn man kann ihn darin nicht mehr viel abziehen. Also er ist jetzt hier im Flur. Aber wir müssen jetzt halt irgendwie dafür sorgen, dass er wieder in den Raum reingeht. Was nicht passieren wird. Zum Beispiel, jetzt habe ich nicht mal mitbekommen, wo er hin ist. Lol. Ich weiß nicht, in welchen Raum er geflüchtet ist. Was muss ja einer von denen... Er ist in den geflüchtet. Okay, da haben wir jetzt Glück gehabt, weil er hätte auch einfach in den Raum flüchten können, wo wir halt noch nicht hin können.
Und Ratzifatzi hätten wir nicht mehr bekommen. Ich weiß immer noch nicht, was es sein soll. Himmel, Herr Gott, die Berge. Dieb, Erge. Meint ihr jetzt Dieb und Erge? Ich glaube nicht, dass es Erge gibt, aber egal. Du hast schon wieder einen. Du hast schon wieder einen, Luigi. Wie machst du das nur? Okay, du kannst mir jetzt die Daten von Buhu Dingsbums 3537 schicken. Abgekürzt 12. Genau. Ach, ich könnte mir diese Musik dauerhaft anhören. Ich finde sie einfach so schön. Was geht hier nicht um die gute Musik, sondern um Spiel. Ich muss ja Können beweisen und Spiel durchspielen. Aber ich muss sagen, das Spiel geht so gesehen für alle anderen Let's Play ziemlich schnell vorbei. Obwohl, wir sind gerade mal so am Anfang. Und ich rede schon vom Vorbeigehen. Okay, wir haben also den Schlüssel fürs Musikzimmer bekommen. Also, man weiß, dass es ein Musikzimmer ist. Das ist kein Spoiler. Außerdem ist es kein Spoiler, wenn wir 5 Sekunden später ins Zimmer reingehen. Man weiß ja einfach, dass es ein Musikzimmer ist, wenn wir hier von draußen Musik hören. Also ich hoffe einfach mal, dass man das denn weiß. Nicht, dass ich schon wieder gespoilert habe. War hier nicht ein Goldgeist? Wenn ich mich nicht täusche, war hier auch so ein Geldgeist drin. Aber es könnte sein, dass der erst später kommt. Es könnte sein, dass hier erst später ein Geldgeist drin ist. Oh ja. Ach ja, ein schöner Raum, oder? Ich weiß gar nicht, aus welchem Mario ist es. Ich glaube, das ist das allererste Mario-Lied. Oder? Ja, ich würde sagen, das ist das allererste Mario-Lied. Könnte auch aus Super Mario Bros. 3 sein, ich weiß aber nicht. So. Dann gehen wir mal zur lieben Musikerin. Ich heiße Melodia. Man nennt mich die geistreiche Schönheit der Elfenbeintasten. Welch eine rührende Darbietung. Seit Jahrhunderten hat mich kein Stück mehr derart bezaubert. Du scheinst mir sehr musikalisch zu sein. Magst du dir keine Klaviersonate anhören? Achso, magst du dir eine? Nee, ich mag mir keine an. Gut, ich fange an. Ich als Nintendo-Fan weiß sofort, was es ist. Übrigens, dieses Stück stammt aus einem berühmten Spiel. Kennst du diesen Klassiker? Yep. Ich weiß hundertprozentig, das ist Super Mario Bros. 3. Weil, das habe ich natürlich gespielt. Es gibt hier aber auch noch ein anderes Stück, das kann ich euch leider nicht zeigen. Das ist, glaube ich, aus Super Mario World oder auch aus einem Mario-Spiel. Das ist eine Meeresmelodie und sie fragt dann halt nur noch, ich gebe mir erstmal ein, Super Mario 3 spielen wir auch noch irgendwann. Das ist dann halt so ein Meereslied aus einem Mario und sie fragt dich, an was erinnert es dich? Himmel, Erde oder Wasser halt, und du musst Wasser antworten. Sehr beeindruckend. Wie ich sehe, bist du sehr musikalisch. Musikalisch annähernd so bewandert, wie ich es bin. Möchtest du dich nicht vielleicht ein wenig mit meinem lieblichen Notenblättern auseinandersetzen? Oh ja, gerne. Ich saug immer wieder gerne Hausaufgaben weg. Ist ein Hobby. Oh nein, da ist noch ein Notenblatt. Und jetzt kriegt sie einen Kollaps. Oh ne, hier kommt Neues. Kannst du mal aufhören, deine Notenblätter herzuzaubern? Du sollst jetzt einen Kollaps bekommen. Hilfe. Bitte, bitte alle Notenblätter einsaugen. Hat sie unendlich davon? Okay. Ich glaube, die hat unendlich davon. Ich bin mir nicht sicher. Aber es ist eine Vermutung. Okay, jetzt nicht mehr. Und jetzt geht sie an den Kragen. Alter. Zieh wir die ab. Nein! Verdammt. Okay, der erste Geist, der gefailt wurde. Kommt ja früh genug. Aber... okay, ich sag nichts dazu. Aber es lag wahrscheinlich ein bisschen daran, dass sie auf einmal so die Richtung geändert hat, dass sie halt genau in die entgegengesetzte Richtung ging und damit komme ich manchmal noch nicht so richtig klar. Mann! Warum musstest du mich failen lassen? So war Geist. Aber naja. Wir haben sie ja nicht zum letzten Mal getroffen.
Was er damit meint, werdet ihr wohl nie erfahren. Oh. Dann haben wir den Schlüssel für ein neues Zimmer bekommen. Wo versteckt sich der Geist? In den Bongos. Würde ich mich auch verstecken, wenn ich wäre. Man kann die Musik wieder anmachen. So, rate, warum ich Bumio heiße. Schreibst du gerne Gedichte? Er hat mir leider keine Antwort mehr gegeben. Unglaublich! Niemand kann dich aufhalten, Luigi. Okay, du kannst mir jetzt den Buhu und deinen sämtlichen Daten schicken. Bla 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 bla. Oh, ich muss mal kurz raus. Denn zu Ende kann ich euch ja noch ein bisschen die Musik hören lassen. Denn wir sind bei 12 Minuten. Auf jeden Fall nach dem Timer. Nee, es geht nicht. Also wer ein Nintendo-Fan ist, finde ich das einfach nur schön. Ihr wahrscheinlich auch, aber ich liebe dieses Lied. Ich liebe alle Nintendo-Lieder einfach. Ba, ba, ba. Aber ich würde sagen, das war's dann für diesen Part. Mit musikalischer Unterstützung beenden wir den hier. Und ich höre jetzt generell erstmal auf, ein bisschen Luigi's Mansion zu spielen. Oder naja, ich höre für die Aufnahme auf. Vielleicht nehme ich übermorgen ja schon wieder auf. Wer weiß. Obwohl ich ja jetzt erstmal ein anderes Spiel zu spielen habe. Denn heute ist der 28. Und Super Smash Bros. Brawl kommt raus. Also, wenn dieses Video für euch in einer Woche rauskommt, kam für mich heute, am 28. November, den müsst ihr euch merken. An dem wurde dieser Part aufgenommen. Kam für mich Super Smash Bros. Brawl raus. You. Super Smash Bros. Brawl ist es ja nicht mehr, das war ja für die Wii. Super Smash Bros. U. Ich sag's immer wieder falsch. Aber egal. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Finde ich auch nicht schlimm. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.